Wir können keine Weltwirtschaft abschalten und dann denken, hinterher läuft wirtschaftlich alles wieder wie vorher. Richtig, richtig, Das ja. ist nicht, dass man ein Auto abstellt und wieder anwirft, sondern das sind komplexeste Netzwerke. Denn letztendlich ist Freiheit das, was uns zum Menschen macht. Wenn wir reine Sklaven eines Ja. Systems sind, dann sind wir keine Menschen mehr. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir Werkzeuge haben, um aus der Angst Ja. rauszukommen. Sehr, sehr, sehr schnell. Und es geht schnell. Ängste sind ein sehr wirksames Instrument, um Menschen zu lenken und zu steuern. Daraus kann man schlussfolgern, dass nach Auflösung von Ängsten der Schlüssel in Richtung Freiheit umgelegt werden kann. Wie das konkret gelingen kann, das wird Gegenstand des folgenden Gespräches sein. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Lieber Stefan, auch dir ein herzliches Willkommen. Du bist Dokumentarfilmer. Und zwar ein sehr erfolgreicher und sehr erfahrener Dokumentarfilmer, und kein Therapeut. Wie kommt ein solcher Dokumentarfilmer zu dem Thema Ängste? Was waren da, die auslösenden Faktoren? Ja, lieber Michael, vielen Dank für die einleitenden Worte. Wenn ich mal in meinem Leben zurückschaue und mir meine Vorfahren anschaue, dann finde ich da doch viele Ängste. Ja. Und gerade weil du das Thema Dokumentarfilme angesprochen hast, das finde ich super spannend, denn als ich meinen ersten Dokumentarfilm Wunder der Lebenskraft gedreht habe, bin ich in das Haus meines Mitproduzenten gezogen. Das ist ein gelernter Rechtsanwalt in München, der hatte auch bisher nichts mit Film zu tun. Ja. Und der hat dann zu mir eines Tages gesagt, Stefan, lass uns etwas beschließen. Lass uns beschließen, dass wir keine Angst mehr haben. Das ist gut. Ja. Und das klingt jetzt natürlich zuerst auch mal ein Stück weit verrückt, weil wie kann Ja. ich beschließen, diese Emotion nicht mehr zu fühlen? Was wir tatsächlich beschlossen haben, ist dann eigentlich, wir lassen uns davon unser Leben nicht Kaputt steuern. machen. Ja, genau. Genau. Und so denke ich, ist es ein Thema, das jeden Menschen überall auf der Welt immer wieder mal trifft, das Thema Angst. Und du hast es zur Einleitung gesagt, es ist ein herausragend gutes Mittel, um Menschen zu manipulieren, zu Ja. steuern. Und es hat sich wirklich gezeigt, es funktioniert. Gerade in den letzten Jahren ist es nochmal ganz offensichtlich geworden. Und dieses Thema Angst ist dann natürlich etwas, wo ich gesagt habe, ja, was kann man denn da tun? Das beschäftigt momentan sehr viele Menschen und jetzt beschäftigt es gerade wieder sehr viele Menschen, weil jetzt gerade die wirtschaftlichen Folgen zutage kommen, die vor 4 Jahren schon gewarnt haben, damals schon erwähnt haben. Wir können keine Weltwirtschaft abschalten und dann denken, hinterher läuft wirtschaftlich alles wieder wie vorher. Richtig, richtig, Das ja. ist nicht, dass man ein Auto abstellt und wieder anwirft, sondern das sind komplexeste Netzwerke. Und die zeigen sich jetzt eben im Thema Wirtschaft gerade. Ich habe neulich eine Zusammenfassung gesehen von ganz vielen großen amerikanischen Konzernen, wie viele Niederlassungen die Ja. schließen. Das ist Schließen. drastisch. Und Ja. ich habe Quellen, die mir sagen, dass in Deutschland ganz viele Großkonzerne, ich will fast sagen, auf der Flucht sind. Auf der Das Flucht heißt, wohin? ja, Auf der Flucht wohin? Wenn du es ins Ausland. ins Ausland, alles klar, ja. Das heißt, was wir im Moment sehen, ist der Anfang von etwas. Wir sehen noch bei weitem nicht das ganze Ausmaß und deswegen ist es natürlich ganz wichtig zu wissen, schon diese Anfänge kreieren bei vielen Menschen sehr große Ängste. Und wie kann ich denn damit umgehen? Ich denke, niemand kann sein Leben lang ohne das Gefühl der Angst sein. Das geht, glaube ich, Ja, einfach gar nicht. Aber zu wissen, wie gehe ich damit um, ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Fähigkeit. wie kann man Und denn bei der Angst
oder die Angst an den Wurzeln packen und dann auch was erreichen oder was verändern. Das Genau. Also ja. das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Punkte. Wie komme ich denn an die Wurzeln? Und eine spannende Geschichte ist ja, dass viele Menschen ihre Angst erstmal hinter Geschichten verstecken. Ja. Also ich glaube, da verlässt mich jemand. Das ist eine Ja. Geschichte, die ich mir erzähle, um die Angst nicht zu fühlen. Und so haben wir tausende von Geschichten und all diese Geschichten sind sozusagen eine Pufferzone. Und auch wenn wir sagen, ich habe Angst vor, ist es schon wieder eine Geschichte, weil Angst ist einfach eine Emotion. Da gibt es kein Vor oder Weswegen. Es Ja. ist einfach eine Emotion, die in einem bestimmten Punkt einfach da ist. Ist einfach da, ganz genau, ja. Und dann reagieren wir Menschen ja meistens auf drei verschiedene Arten und Weisen. Nämlich? Die erste ist wegschieben. Ich tue so, als wäre sie nicht da. Ja. Wie oft verwenden wir auf die Frage, wie geht's dir, die Floskel gut? Oder geht schon? Geht schon, ja. Was Genau. wäre denn mit, im Moment habe ich eine Scheißangst? Das wäre dann Wer ehrlicher. ist denn schon mal so ehrlich? Ja, richtig. Ja. Also, das erste ist, annehmen die Angst. Die zweite Variante, die wir viele auch verwenden, um Dinge nicht zu fühlen, ist uns zu betäuben. Das hier ist ein hervorragendes Instrument, um Menschen zu betäuben. Ja, das ist richtig. Haben wir alle bei uns, können uns mit Instagram, mit Facebook schnell ablenken oder wir trinken genügend Bier oder wir setzen uns vor den Fernseher, schauen uns irgendwelche dummen Sendungen an. Ja. Alles Möglichkeiten, uns zu betäuben. Die dritte Möglichkeit ist, wir speichern es im Körper ab. Ganz beliebt sind diese Partien zum Beispiel. Ja. Das bedeutet, wenn du dich umschaust, Masseure, Ja. Physiotherapeuten, ein gigantischer Markt, der zeigt uns ja schon, wie erfolgreich diese Methode ist, im Körper alles Mögliche abzuspeichern, was ich nicht fühlen will. Der Weg daraus ist eigentlich sehr einfach. Nämlich, Ich muss es fühlen. Ich ja. muss die Angst fühlen. Ich gehe an die Angst ran und sage, okay, im Moment habe ich das Gefühl der Angst. Und jetzt fühle ich genau ins Zentrum. Ja. Und die spannende Geschichte ist, wenn ich das tue und das lange genug tue und dann werden wahrscheinlich Ideen, Assoziationen kommen, oh, da war doch mal, das erinnert mich an. Dann kann man Das die ist schon der Ängste knacken. Verarbeitungsprozess. Ja, genau, verarbeiten. Dann kann man die Ängste knacken. Genau, und plötzlich merke ich, oh, meine Angst, die war vorher auf 8 von 10, jetzt ist sie gerade noch eine 2 von 10. Cool. Und das kann man systematisieren. Ich versuche jetzt natürlich in 10 Minuten was zu erklären, wo du auch eine Stunde drüber reden kannst. Richtig, richtig, ja. Das kann man systematisieren mit gezielten Fragen, die die Leute mal dorthin bringen, wo sie tatsächlich mit der Angst konfrontiert sind. Und dann vermischt sich die Angst ja oft auch mit anderen Emotionen. Und ich sage immer, es gibt drei negative Emotionen, alles andere brauche ich nicht, lässt sich mit einer Kombination aus diesen drei Emotionen erklären. Wut, Angst und Traurigkeit. Neulich habe ich zu jemandem gesagt, habe ich das jemand erzählt und dann sagte er, ja, aber was ist mit Scham? Sage ich, okay, deine Scham hat einen Anteil Angst, oder? Sagte er, ja. Und vielleicht noch ein Anteil Traurigkeit, sagt er ja. Und vielleicht noch ein Anteil Wut, sagt er ja. Sage ich, und was brauchst du sonst noch? Überlegt er kurz, sagt er, das ist es tatsächlich. Wow, genau, ja. Und wenn du dir jetzt viele Therapien oder Coachings anschaust, dann geht es da oft um die Geschichten. Wir erzählen dem Therapeuten Geschichten, der findet die mehr oder weniger spannend. Und wir versuchen, das im Kopf zu lösen. Das geht aber nicht. Das Du geht kannst im nicht. Kopf keine Emotion lösen. Die Emotion lässt sich nur in der Emotion lösen. Das Und das heißt Spannende, konkret, bitte? was würde das konkret bedeuten? Dass ich eben genau die Emotion fühlen muss. Und zwar, ich bleibe dabei. Ich bleibe, wenn es sein muss, eine Stunde dabei. Und bei Angst kann es sein, dass ich wirklich zu zittern beginne. Bei Angst kann es sein, dass ich zu schreien beginne. Dass ich davonlaufen will.
dass ich mich vielleicht fast übergeben muss. Es kann auch mal, wenn die Angst intensiv ist, heftig werden, will ich damit sagen. Nur all das sind Reinigungsphänomene. Und wenn ich dabei bleibe, konsequent dabei bleibe, und da spielt noch ein Aspekt eine Rolle, die Präsenz. Solange wir uns Geschichten erzählen und auch, oh, jetzt habe ich eine Assoziation, ist eine Geschichte, so lang bin ich nicht da, sondern dann bin ich sofort in der Vergangenheit. Richtig. Zurückkommen, ja. Angst fühlen. Wieder eine Idee. Zurückkommen, Angst fühlen. Und wenn ich das tue, dann kommt die langsam runter. Und dann muss man natürlich wissen, fast nichts, was wir fühlen, entsteht nur hier, sondern hat tatsächlich Ursachen in der Vergangenheit. Im Außen, genau, ja. Ja. Und zum Beispiel, was jeder Mensch von uns erlebt hat, absolut jeder Mensch, behaupte ich. Du bist im Mutterleib und deine Mutter ist schlecht drauf, warum auch immer. Sie hat mit ihrem Partner gestritten, es kam eine Rechnung rein und es ist finanziell sowieso schon knapp. Sie hat schon drei Kinder vor dir und ist arbeitsmäßig am Limit, es gibt tausend Gründe. Ja, verstehe. Und da kommt so ein Gedanke bei deiner Mutter auf und dieser Gedanke sagt, hätte ich nur dieses Kind nicht auch noch an der Backe. Und in dem Moment... Kind im Mutterleib. Im Mutterleib. Diesen Gedanken merkt das Kind im Mutterleib. Natürlich, wir merken alles, was unsere Mutter denkt, fühlt. Da ist ja gar kein Filter, wir sind ja praktisch eins in dem Moment. Richtig, ja. Und in dem Moment wird eine Schlussfolgerung gezogen. Es ist nicht okay zu sein. Und dann werde ich geboren und dann sehe ich als Baby, andere Babys wollen was und kriegen es und ich krieg es nicht. Ja. Also scheint mit mir was nicht in Ordnung zu sein. Es ist nicht okay, ich zu sein. Und so gibt es ein paar fundamentale Dinge, die hat jeder Mensch erlebt. Ja. Weil es braucht kein dramatisches Geschehen. Da muss keine Vergewaltigung der Mutter stattgefunden haben oder was auch immer. Ja, es reicht so ein leichter Gedanke. Und ich behaupte, wahrscheinlich jede Mutter denkt sich innerhalb dieser 9 Monate mehr, wäre vielleicht besser, das Kind wäre nicht da. Und in dem Moment werden fundamentale Ursachen gesetzt, die sich in 1000 Ausprägungen später zeigen. Und alles, was ich danach erlebe, ist eine Projektion meines Bewusstseins ins Außen, damit ich endlich die Ursache bemerke und sie aufarbeite. Wie, sag mal, kann man denn solche Ängste knacken und damit auch auflösen? Gibt es da einen intelligenten Weg, den man beschreiten sollte oder beschreiten kann? Genau, das ist sozusagen, wie komme ich an die Wurzel? Ja. Und die eigentliche Wurzel kriege ich in meinem heutigen Leben normalerweise nicht. Ich kriege irgendwas passiert und in mir entsteht Angst. Jetzt werden die meisten Menschen sagen, das ist passiert und deswegen habe ich Angst. Ja. Formuliert es bewusst getrennt. In mir entsteht dann Angst. Ich gehe also durch die Angst durch die Kombination vielleicht noch mit anderen Gefühlen, Wut und Traurigkeit. Und dann stelle ich mir eine ganz einfache Frage. Diese spezifische Gefühlen oder diese spezifische Kombination von Gefühlen, wann habe ich die schon mal gehabt? Und jetzt werden viele Leute sagen, aber ich kann mich nicht an meine Schwangerschaft erinnern oder ich kann mich nicht an die 2 Lebensjahre erinnern. Und da ist die Frage, kann ich nicht oder will ich nicht? Erlaube ich es mir nicht? Genau, genau. Denn wenn ich davon ausgehe, dass ich Bewusstsein bin, Bewusstsein begann vielleicht mit der Zeugung in diesem Körper, aber die Frage ist, gab es mich vielleicht sogar schon vorher? Genau. Also wie kann es sein, dass ich mich nicht daran erinnere? Weil unsere Gesellschaft uns erzählt hat, ja, im Mutterleib, da kann man sich nicht daran erinnern. In dem Moment, wo ich beginne, es mir nur zu erlauben, und ich habe das selber vielfach erlebt, tauchen plötzlich Dinge auf,
wo du dir denkst, wow, das habe ich erlebt, aber wenn ich das innere Bild rekonstruiere, das war damals tatsächlich so, genau das war unser Wohnzimmerschrank. Der hat genauso ausgeschaut wie in meinem inneren Bild und ich konnte mich genau. bewusst bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr daran erinnern. Und dann gehe ich durch das durch. Und dann gibt es noch einen Schritt, wenn ich mit dem auch ziemlich auf Null bin. Ich habe ja zum damaligen Zeitpunkt Fremdenergien akzeptiert. Zum Beispiel, wenn meine Mutter dachte, es wäre vielleicht besser, wenn das Kind doch nicht da wäre, Richtig. habe ich die Fremdenergie meiner Mutter integriert. Die Mit all gebe ich den zurück. Problemen, die damit verbunden sind. Genau. Ja. Und die gebe ich zurück. Das ist ein reines sprachliches Ritual. Ich drücke das aus. Und umgekehrt bin ich innerlich erstarrt. Also ich kann mich da ganz genau daran erinnern, als meine Mutter, also an das Gefühl kann ich mich ganz genau daran erinnern, als meine Mutter über Abtreibung nachgedacht hat. Ich habe das Gefühl irgendwann erfasst und habe sie dann befragt, ob das tatsächlich der Fall war. Und es war ja dann höchst peinlich. Muss, glaube ich, keiner Mutter peinlich sein, weil das halt einfach so ein Gedanke mal durchs Gehirn schießt. Aber Und sie hat es dann bestätigt. sie hat es bestätigt. Hat es bestätigt. Hammermäßig, ja. Und in dem Moment ist ein Teil von mir in der Vergangenheit stehen geblieben. Die Schamanen sagen, ein Seelenanteil ist verloren gegangen. Und die hole ich mir natürlich auch wieder zurück. Und wenn ich diesen Prozess durchlaufe, dann ist es tatsächlich möglich, in einer Sitzung, sage ich mal, eine sehr intensive Angst loszulassen. Also ich wiederhole es nochmal kurz als Zusammenfassung. Ich definiere genau, was ist es? Angst, Wut, Traurigkeit, Mischung davon. Ich gehe tief ins Fühlen, so tief ich kann, in der Präsenz. Ich hole mich immer wieder in die Präsenz, wenn mein Kopf abschweift, was er tun wird, weil er mich ja davon abhalten will, diesen Schmerz Ganz zu genau, fühlen. Dazu nutze ich idealerweise den Atem, weil der Atem ein ganz tolles Werkzeug ist, um mich in die Präsenz zu fühlen. Wenn ich sehr runter bin, ich sage mal auf 0 bis 2, dann frage ich mich, und woher kenne ich das? Genau diese Kombination an Gefühlen oder genau dieses Gefühl von Angst. Und dann gehe ich genau dorthin und mache den gleichen Prozess nochmal, bis ich wieder ganz weit unten bin, 0 bis 2. Dann gebe ich die Fremdenergien ab und nehme meine Energien zurück. Und dann kann ich mir noch die Frage stellen, aus jedem solchen Erlebnis kamen 1000 Schlussfolgerungen. Ich bin Richtig, nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht geliebt und so weiter und so fort. also alles so negative Konnotationen. Genau. Und dann kann ich mir noch die Frage stellen, war das denn jemals richtig? Woher habe ich den Müll? Und wenn ich das mal ganz, ganz nüchtern mich frage, dann werde ich sagen, okay. Diese Schlussfolgerung hat mit dem Erleben gar nichts zu tun. Gar nichts zu tun, ganz genau. Meine Mutter hat über ihre Situation nachgedacht und ich habe die Schlussfolgerung gezogen, ich Für bin nicht dich, ja, wertvoll oder ich werde genau. nicht geliebt. Das sind aber zwei völlig unterschiedliche Sachverhalte. Richtig, ja. Und in dem Moment, wo ich das dann auch noch verstanden habe und am besten bleibe ich die ganze Zeit in einem tiefen Atem, bleibe die ganze Zeit in der Präsenz. Weil nur in der Präsenz kann ich echte Erkenntnisse haben. In dem Moment, wo ich das verstanden habe, bin ich frei von dieser Angst. Dann kannst du sie loslassen. Ja, genau. Es ist wie so ein Gespenst. Angst Richtig, ist ja ja. sowas wie ein Gespenst. Wenn du hineingehst, dann merkst du meistens, das war ja nur in meinem Kopf vorhanden. Wir leben ja gerade auf einer Ranch in Arizona und wenn ich da nachts vor die Tür gehen würde, irgendwo mitten in der Nacht, ich höre Kojoten heulen, zum Pinkeln an den Baum, Ja. dann würde mein Verstand wahrscheinlich Geschichten kreieren, was hier alles passieren kann. Ja. Wir haben hier Pumas, wir haben hier Schwarzbären, wir haben hier Klapperschlangen. Tatsache ist, du hörst hier nie, dass irgendwas passiert. Aber die Und Vorstellung spielt mir natürlich dir einen Streich bei sowas. Das irgendein ist weiser irgendwie. Mensch hat das mal gesagt. Ich habe ein schreckliches, furchtbares Leben gehabt.
voller Angst, aber praktisch nie ist irgendetwas eingetroffen. Und so ist es eben genau so, dass wir uns bewusst werden müssen, dass das meiste sich auflöst, indem ich immer näher gehe. Immer näher, immer näher, immer näher. Und da, das ist ja wie mit dem Nebel. Stell dir vor, du bist im Auto, vor dir ist bist auf der Autobahn unterwegs, vor dir ist eine Nebelbank. Sieht aus wie eine Wand. Wenn du aber dort reinfährst, merkst du, okay, meine Sichtweise ist nicht mehr ganz, meine Sichtweite ist nicht mehr ganz so weit, aber es ist hier nichts Substanzielles. Ja, kein Problem, kein nichts Problematisches. Genau, und es ist exakt das Gleiche mit der Angst, mit fast jeder Angst. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, aber was ist, wenn ein Löwe vor mir steht, ein hungriger Löwe? Ist das denn ein anderer Fall? Das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel. Ich nehme ein anderes Beispiel. Ich nehme Paramahansa Yogananda, diesen indischen Meditationsmeister, der das Buch geschrieben hat, die Autobiografie eines Yogi. Und der wurde mal überfallen. Also standen Menschen mit, zwei Menschen mit Waffen vor ihm und haben ihn aufgefordert, ihnen sein Geld zu geben. Und er hat mit all der Liebe, zu der er als angeblich erleuchteter Meister fähig war, zu ihnen gesagt, ist das das Beste, was ihr tun könnt? Und das Spannende ist, Was war die wie Antwort? diese zwei Menschen in Tränen ausgebrochen sind und gegangen sind. Ohne ihn zu behelligen, weiter zu behelligen. Genau. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, gehen wir zurück zum hungrigen Löwen. Wer hat Angst? Der Mensch. Der Sack aus Fleisch und Knochen. Wenn ich mich natürlich so definiere, gibt es tatsächliche Situationen, die angstbehaftet sind. Ja, klar. Wenn ich sage, aber ich weiß doch, ich bin das gar nicht. Ich bin Bewusstsein, das sich im Moment inkarniert hat, um eine menschliche Erfahrung zu machen. Dieses Bewusstsein wird über meinen Tod hinaus weiter bestehen. Das ist Existieren, schon genau. vor meiner Geburt da gewesen. Natürlich kann ich dann sagen, ah, schade, ich hätte noch ein paar Dinge gern gemacht in dieser Inkarnation. Aber es ist jetzt nicht so tragisch, wie ich es bei vielen Menschen die letzten paar Jahre gesehen habe, die gesagt haben, okay, ich sterbe jetzt, das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Also da muss man auch den Erkenntnisprozess ein bisschen woanders ansetzen, wo es die meisten machen. Nämlich, wer bin ich tatsächlich? Bin ich dieser Mensch, der sich im Moment Stefan nennt? Oder bin ich was ganz anderes? Und das Spannende ist, da kommen wir jetzt nochmal auf deine Einleitung zurück. Wenn du das erkennst, dann akzeptierst du lieber den Tod als das, was dich dann daran hindert zu leben. Ja, verstehe. Ja. Ich sage es jetzt mal für die, die den Satz vielleicht, bei denen der Satz vielleicht einen Knoten im Kopf machen. Ja. Du akzeptierst vielleicht lieber den Tod als die Freiheitseinschränkungen. Denn letztendlich ist Freiheit das, was uns zum Menschen macht. Wenn wir reine Sklaven eines Ja. Systems sind, dann sind wir keine Menschen mehr. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir Werkzeuge haben, um aus der Angst Ja. rauszukommen. Sehr, sehr, sehr schnell. Und es geht schnell. Stefan, du hast einen spannenden Kurs etabliert. Worum geht es da genau? Ja, es geht genau um dieses Thema raus aus der Angst und das geht los, es ist ein 6-Wochen-Kurs. Das geht los mit einer Orientierungssession, wo man all die Grundlagen legen. Ich habe jetzt gerade über Präsenz gesprochen. Wie bringe ich mich am besten in die Präsenz? Ich habe über Bewusstsein gesprochen. Wer bin ich denn tatsächlich? Bin ich der Mensch oder bin ich Bewusstsein? Und all diese Grundlagen waren da ausführlich besprochen. Und dann geht es wirklich 4 Wochen ganz konkret darum, diese Systematik, wie ich mit
negativen Emotionen umgehe, zu bearbeiten. Da sind viele Beispiele in diesem Kurs enthalten, weil ich den mal live gehalten habe. Und diese Beispiele sind alle aufgezeichnet und du lernst praktisch, wie du dich selber durchcoacht, auch durch die schlimmsten Ängste, durch die schlimmsten Gefühle. Und dann haben wir ja den zweiten Teil, rein ins Leben. Und das ist ja dann für viele Menschen wieder mit Angst behaftet. Da gibt es diesen schönen Satz, den Marianne Williamson geschrieben hat, der oft Nelson Mandela zugeschrieben wird. Nicht, es ist deine Größe, die dich ängstigt. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau wörtlich. Dein Licht ängstigt dich mehr als deine Dunkelheit. Das heißt, wenn ich von den Ängsten raus bin und dann den mutigen Schritt tun will, in ein echtes Leben, das es wert ist, gelebt zu werden, zu treten, dann kommen ja wieder Ängste. Ja. Dann kommt eine andere Art von Angst. Und dann gehen wir auch da wieder drauf ein, wie gehe ich dann damit um? Und da, das sind 4 Wochen, also 4 ausführliche Coaching-Sessions, wo du wirklich das Prinzip von verschiedenen Seiten lernst, damit du das jederzeit für dich selber anwenden kannst. Weil das ist mir immer wichtig, dass man keine Abhängigkeiten kreiert, sondern dass die Menschen innerhalb relativ kurzer Zeit selbstständig werden. Ja, ja. Und in der 6. Woche geht dann Enzo noch in die tiefe binaurale Klänge. Also so hast du dieses komplette Paket und in diesem Kurs sind auch ganz spezifische binaurale Klänge enthalten, die genau dazu führen, dass an der richtigen Stelle zum Kurs passend das, was wir im Kurs machen, unterstützt wird mit den entsprechenden Frequenzen. Natürlich gibt es auch technische Hilfsmittel. Ja. Ich habe mir Anbieter angeschaut von sogenannten binauralen Klängen. Ja. Und beim einen habe ich mir was angehört und denke mir, das ist ja furchtbar, da hört man ja den binauralen Klang total. Und beim anderen habe ich mal einen abgespielt und dann kam meine Freundin rein, damals noch Freundin, jetzt Frau, und hat gesagt, das klingt ja ganz toll, was du da hörst. Ja. Also so sehr sarkastisch. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wir haben einen Filmmusiker und ich frage ihn mal, ob er da eine Ahnung hat. Und tatsächlich, der hat da eine Ahnung. Also haben wir auch noch binaurale Klänge als Werkzeug, die uns einfach helfen können, unser Gehirn auf gewisse Frequenzen einzuschwingen. Einzuschwingen. Angst zum Beispiel hat eine völlig andere Frequenz wie Gelassenheit. Wir kennen das alles aus diesen Aufnahmen von Masaru Emoto. Diese Wasserkristalle. Ja. Alles hat eine Schwingung, alles hat eine Frequenz. Und deswegen denke ich, man kann sich, wenn man das möchte, das ist kein Muss, aber man kann sich auch technische Hilfe noch holen, um sich immer wieder mal aus diesen antrainierten Schwingungen rauszuholen. Das ist ja wie mit der Angst. Wenn ich die Angst nie bearbeite, dann werde ich immer wieder in die gleiche Angst reinrumpeln. Genauso ist es, wenn ich mein Gehirn immer auf einer gewissen Frequenz fahre, das dafür geeignet ist, auch immer wieder Angst zu haben, dann entsteht ja eine Gewohnheit und diese Gewohnheit führt dazu, dass es für mich sehr schwer ist, in eine andere Frequenz zu wechseln. Wir haben ja 1000 Erinnerungen aus unserer Vergangenheit. Ja. Dann treffe ich jemanden, der sieht aus wie. Da höre ich eine Musik, die hört sich an wie damals. Ja, genau. Deswegen brauchen wir auch Wiederholung, 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 um uns rauszukriegen aus der Angst. Ja. Und das kann ich selber machen, mit mir selber, indem ich diesen Prozess durchlaufe, den ich gerade beschrieben habe. Oder ich kann mir ab und zu am Tag einfach so einen binauralen Klang auf die Ohren legen. Und da muss man vielleicht mal ganz kurz erklären, was das ist. Da kriegst du auf beiden Ohren ein bisschen einen unterschiedlichen Rhythmus, eine bisschen unterschiedliche Frequenz. Und dadurch wird dein Gehirn in eine dritte Frequenz, ich will nicht sagen gezwungen, weil das klingt so, so negativ, aber gebracht. Gebracht, und in dieser Frequenz kannst du dann plötzlich gar keine Angst mehr haben. Und da kann man sehr spezifisch arbeiten mit diesen Frequenzen. Und unser Filmmusiker ist da ein echter Experte dafür. Total spannend und eine interessante Perspektive, die du ganz zum Schluss dann nochmal eröffnet hast. Das ist dann in der Tat ein interessanter Weg auch. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön für das Gespräch
Und ich freue mich dann gleich auf weitere Gespräche, die wahrscheinlich dann ähnlich spannend sein werden. Liebe Zuschauer, was denkt ihr über dieses Thema? Schreibt es uns gerne in die Kommentarfunktion und wir geben dann gerne ein und gebt uns vor allen Dingen gerne ein Like und ein Abo, dass wir da euch dann auch regelmäßig mit Inhalten informieren und versorgen können. Ich verweise auf den Kurs, den Stefan angesprochen hat. Wir verlinken alles im Begleittext und in diesem Sinne sage ich, ihr kennt das schon, raus aus der Angst und rein ins Leben. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei Michael Vogt TV.